Hallo und herzlich willkommen zur 30-Minuten-WG hier von Stern und Penguin Random House auf der Frankfurter Buchmesse. Wir stellen Ihnen heute die spannenden Neuerscheinungen vor und ich freue mich auf meinen nächsten Gast, Nathalie Klüver, die das Buch geschrieben hat, Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Und Sie sind gar nicht allein gekommen, Sie haben Ihre drei Kinder mitgebracht, ne? Ja, genau. Wir haben gerade Herbstferien in Schleswig-Holstein und ich habe gedacht, das ist Vereinbarkeit im Echttest. Super. Wir haben uns hier schon was zu trinken genommen. Die drei sitzen da vorne. Möchtet ihr auch was zu trinken haben? Wir sind ja hier in der WG und erstmal gucken wir, dass wir alle gut versorgt sind, wenn wir quatschen wollen. Möchtet ihr was zu trinken haben? Ich hätte Cola oder Apfelsaft oder Orangensaft. Möchtet ihr was haben? Kommt mal eben her, ja? Aber nicht die Cola, bitte. Und auch nicht das Bier, wenn es geht. Gut. So, das ist alles gut. Das ist Orangensaft und Apfelsaft. Bier gibt es erst heute Abend. Das ist richtig gut. Irgendwie, da muss jetzt keiner irgendwie Sorge haben. Sie sind alleinerziehende Mutter. Und Sie sind, wie ich auch, Journalistin und Sie schreiben für Eltern, für Spiegel Online, für Sie und auch für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie haben auch einen Blog und sind vor allen Dingen auf Social Media aktiv, ganz normale Mama.com. Und Ihr Thema ist die Familienpolitik. Ja, genau. Und darum geht es auch in Ihrem neuen Buch. Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Kinder haben keine Lobby in Deutschland. Das haben wir leider ganz schmerzlich merken müssen zu Corona. Wir haben zwar alle über Kinder geredet, aber wir haben eigentlich nicht mit Kindern geredet. Und vor allen Dingen haben wir überhaupt nicht ihnen zugehört und darüber lange nicht nachgedacht, was Kinder eigentlich brauchen. Und Ihr Untertitel heißt, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Worunter leiden Familien? Unter ganz vielen. Also ganz aktuell ist es einfach die finanziellen Belastungen, die jetzt auf Familien einfach überproportional zukommen. Das ist so ein ganz aktuelles Thema, weil natürlich eine Familie muss viel mehr heizen, verbraucht viel mehr, muss viel mehr Essen einkaufen. Das ist jetzt ganz aktuell. Wir leiden sicherlich nach den vergangenen Jahren immer noch extrem unter dieser Corona-Pandemie, unter den Schulschließungen, wo einfach die Belange der Familien überhaupt nicht beachtet worden sind. Aber es geht noch viel, viel mehr in die Tiefe. Es ist ein tiefsitzendes auch Mentalitätsproblem. Es ist mir zum Beispiel gestern auf der Zugfahrt hier nach Frankfurt wieder passiert, dass es wird gemeckert, dass die Kinder zu laut sind. Und wenn man den Kindern dann was vorliest, ist man zu laut. Wenn man die Kinder am Handy was machen lässt, dann lässt man als Rabenmutter die Kinder am Handy daddeln. Wer meckert denn dann rum? Alle. Nein. Also es sind vor allem Ältere, es sind aber auch andere Eltern. Also wir Eltern zerfleischen uns ja auch ein Stück weit gegenseitig. Es ist ein tiefsitzendes Problem, was einfach quer durch die ganze Gesellschaft geht. Und ist das denn in anderen Ländern anders? Also ich habe sehr viel den skandinavischen Bezug, da mein Vater in Finnland lebt. Das ist auch in dem Buch, schreibe ich sehr viel über die skandinavischen Länder, die uns in vielen, vor allem in der Sozial- und Familienpolitik, einfach sehr viel voraus sind. Die Frauen sind sehr viel gleichberechtigter als die Männer. Es ist ganz selbstverständlich, dass Frauen wieder arbeiten können. Die Kinderbetreuung, und das ist wirklich ein großer Unterschied im Fokus, wird als Recht des Kindes verstanden. Das Kind hat ein Anrecht auf eine gute Betreuung, während es in Deutschland heißt, wir haben Anrecht auf einen Krippenplatz, also wir Eltern. Und in Skandinavien ist es so, das Kind hat einen Anspruch auf eine gute Betreuung und deshalb wird sehr, sehr viel Geld in diese gute Infrastruktur gesteckt. Und das wäre ja auch in aller unser Interesse, dass wir nicht nur in die Qualität, nicht nur in die Quantität, sondern auch in die Qualität von Kitas investieren. Wir brauchen ja in Zukunft viel mehr gut ausgebildetes Fachpersonal und wir wissen ja leider, dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut aufwächst und damit auch Bildungschancen verteilt werden. Wir sind also leider ein zutiefst ungerechtes Land. Also wir haben es ja gerade vorgestern war das, als es rauskam, dass einfach die Grundschüler immer schlechter lesen und schreiben können, in diesen Grundkompetenzen deutlich abgesackt sind, was einfach zeigt, wie das dort auch auseinandergeht. Die Schere zwischen denen, die Förderung von zu Hause haben und denen, die diese Förderung eben nicht haben. Und Chancengerechtigkeit ist tatsächlich in den skandinavischen Ländern sehr, sehr viel besser ausgeprägt als bei uns.
Naja, das liegt ja natürlich auch in Teilen an dem Schulsystem. Wir sind ja eins der wenigen Länder mit Österreich, das nach der vierten Klasse quasi die Biografie entscheidet und Chancen verteilt, indem wir dann aufteilen auf entweder Gymnasium oder eben nicht Gymnasium, Haupt- und Realschule. Und das machen die skandinavischen Länder ja ganz anders. Die lassen ja länger gemeinsam lernen und dadurch gleichen sie auch besser Chancenungerechtigkeiten aus. Einmal das, aber in Skandinavien ist auch ein ganz entscheidender Punkt an der Familienpolitik. Die Ausgaben pro Kopf sind in Deutschland und anderen Ländern ungefähr gleich, also in den skandinavischen Ländern. Aber der Unterschied ist, dass es in Skandinavien in die Infrastruktur fließt, wovon alle letztlich profitieren. Und in Deutschland ist sehr, sehr viel Geld, was direkt an die Familien geht. Zum Beispiel das Kindergeld, was sehr, sehr gerne ja erhöht wird. Und man sagt, oh, wir haben was für die Familien getan. Aber für 8 Euro mehr im Monat kann ich mir nicht besonders viel kaufen, wenn die Butter 3 Euro kostet. Das muss man ja ehrlich einfach so sagen. Und von dem Kindergeld profitieren ja noch nicht mal alle. Der ganze Bereich der Grundsicherung ist einfach vom Kindergeld ausgenommen, auch von den Erhöhungen dadurch. Das wusste ich auch nicht, aber das habe ich neulich bei Recherchen festgestellt, dass das, was uns als große Familienleistung verkauft wird, nämlich die 8-9 Euro mehr Kindergeld, dass die, wenn ich Hartz IV bekomme, gar nicht bei mir ankommen, weil die mit meinem Hartz IV-Satz verrechnet werden. Genau. Und in Skandinavien hat man halt diese Ungerechtigkeiten nicht. Es fließt tatsächlich in eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur, während es in Deutschland halt so direkt geht an die Familien und man auch genau nicht weiß, was mit diesem Geld eigentlich passiert. Das ist ja so eine Blackbox, das bleibt jedem selbst überlassen. Und ich habe es gestern gerade gelesen, dass in Sachsen eine Kita zumachen wird im Herbst für einige Tage, um Energie zu sparen. Das hört sich an wie Satire, aber es war keine Satire. Nicht ernst, ja, ne? Ja, wirklich. Und da fragt man sich halt schon, wieso sind die Familien und Kinder die Letzten, an die gedacht wird in diesem Fall? Also das hat ja nun eigentlich Corona gezeigt, dass wir so nicht weitermachen können. Und auch die IQB-Studie von Montag, als sie veröffentlicht wurde, hat ja auch ganz klar gemacht, dass die Grundschüler alle Defizite haben und zum Teil ein halbes Jahr und mehr hinterherhinken im Stoff, in Mathe, Deutsch. Und können schlechter rechnen, können schlechter schreiben. Das ist ja wirklich unglaublich, dass das immer noch nicht angekommen ist. Ja, also das ist auch damals einfach ein Punkt gewesen, dass man in dem ersten Lockdown hat man die Schulen und Kindergärten ja zugemacht innerhalb von wenigen Tagen. Und in der Verhandlungsrunde in der Politik saß die damalige Familienministerin nicht mit am Verhandlungstisch. Also es wurden keine Pädagoginnen gehört, es wurden keine Kinderärztinnen gehört. Also es ging und komplett auch keine Kinder vorbei. Und überhaupt keine Kinder oder Jugendlichen. Also die es wirklich betraf und die Expertinnen, da wurde niemand gehört. Und das ist auch ein Punkt, den ich im Buch anspreche, einfach, dass die Kinderrechte, wenn die damals im Grundgesetz gewesen wären, und dann hätte man die Kinder und Jugendlichen nicht so übergehen können. Also das ist... Also mich hat auch damals beeindruckt, das war, glaube ich, die norwegische Ministerpräsidentin, die sich in Corona in den ersten Wochen an die Kinder wandte, ne, im Fernsehen und eine Ansprache für die Kinder hielt. Und ich hätte mich wirklich gefreut, wenn damals Angela Merkel sich das abgeguckt hätte von ihrer Amtskollegin und gesagt hätte, ich spreche jetzt mal zu den Kindern und Jugendlichen. Also das ist tatsächlich, die haben ja quasi nicht existiert und es wurde uns Eltern ja auch einfach selbst überlassen. Seht zu, wie ihr damit klarkommt. Und wenn wir es gewagt haben, uns zu beschweren, das ist, glaube ich, auch das, was allen Eltern irgendwie in ihrem Leben begegnet, dass dann immer kommt, du hast es dir doch selbst ausgesucht, du wolltest doch Kinder haben, nun komm auch damit klar. Und das ist auch so ein Kernproblem der Familienpolitik und auch der Mentalität in Deutschland, dass man sagt, Kinder haben ist was Privates und die Eltern müssen sich selbst organisieren. Und dass in der Corona-Zeit einfach sehr, sehr viele Familien wirklich kaputt gegangen sind und sich aufgerieben haben, das wurde nicht weiter beachtet. Und dieses Kinder sind etwas Privates zeigt ja auch die Mentalität. Wir müssen selber sehen, dass unsere Kinder eine gute Bildung bekommen, wie wir das finanzieren, die Schulmaterialien zum Beispiel, die einfach eine ungeheure finanzielle Belastung für viele Familien sind. Das bleibt alles uns selbst überlassen. Aber das ist natürlich auch historisch gewachsen, weil unter den Nationalsozialisten war das eben nichts Privates mehr, sondern es wurde plötzlich total politisch, wie man sein Kind erzog. Und da haben sich ja viele Familien oder ganz Deutschland, die Gesellschaft gesagt, sowas wollen wir nicht wieder. Genau, also das kommt tatsächlich daher, dass man das dass man das wieder vermeiden wollte. Und es ist klar, der Staat soll sich nicht in die Erziehung einmischen der Kinder, aber sehr wohl in die Bildung, weil von Bildung hängen einfach alle Zukunftschancen ab von den Kindern. Und wir können es uns nicht erlauben, dass irgendein Kind zurückbleibt, einfach aufgrund des
weil die Eltern zu wenig Geld im Geldbeutel haben. Und, aber es ist auch historisch gewachsen aus den 50er Jahren. Also ich zitiere im Buch auch immer gerne Herrn Adenauer, der damals gesagt hat, Kinder bekommen sie immer. Und das drückt es halt eigentlich einfach aus, den Stellenwert von Familienpolitik. Kinder bekommen sie immer, also müssen wir nicht für gute Rahmenbedingungen sorgen. Nur es kam halt die Pille und dann kam der Geburtenknick und Kinder bekommen sie halt nicht einfach immer. Von daher geht diese Rechnung nicht auf, aber ja, das hat die Politik irgendwie verpasst. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Familien finanziell benachteiligt werden. Aber es gibt ja 150 Leistungen in Deutschland für Familien. Warum ist das nicht das Richtige? Warum reicht das nicht? Also es ist schon mal sehr gut, dass es das alles gibt, aber wir haben in Deutschland dieses Problem mit diesem Gießkannenprinzip. Und dann haben wir in Deutschland tatsächlich ein Problem, dass wir in der Familienpolitik keinen Fokus setzen. Es gibt kein wirklich übergeordnetes Ziel. Zum Beispiel Frankreich sagt ganz klar, wir wollen die Geburtenrate erhöhen. Großbritannien hat sich verschrieben, die Kinderarmut zu bekämpfen. Die skandinavischen Länder wollen eine bessere Vereinbarkeit. Und in Deutschland will man irgendwie niemandem wehtun. Und dann gibt es ein bisschen für die Frauen, die zu Hause bleiben wollen. Da gab es ja zwischendrin auch diese Herdprämie, die also so ein völliger Rückschritt war. Die wird ja eigentlich wieder einkassiert. Und es gibt ein bisschen Elterngeld und dann für die Vereinbarkeit. Aber gleichzeitig gibt es das Ehegattensplitting, was halt fördert, wenn die Frau weniger arbeitet. Und man macht so ein bisschen Bonbons und Naschis für alle, aber man hat keinen klaren Fokus. Was halten Sie denn von der neuen Familienministerin Lisa Paus? Und sie hat ja angekündigt, 2025 soll es die Kindergrundsicherung geben. Das ist zum Beispiel eines der Sachen, die ich auch im Buch fordere, weil das ist einfach ganz klar, dass die Kinder in den Fokus genommen werden und es sehr, sehr viel gerechter ist als das, was jetzt zurzeit passiert. Ist das dann die Wende? Also das soll ja unbürokratischer sein, es soll irgendwie automatisch sein, man soll sich quasi nicht mehr so nackt vor dem Amt machen müssen und es soll vor allen Dingen auch sozial gerechter sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es die absolute Wende darstellen wird, weil es gibt einfach viel zu viele offene Baustellen und dieses Problem, dass wir immer noch keinen richtigen Fokus haben, das hat sich damit ja nicht gelöst einfach. Wie solidarisch sind denn eigentlich Eltern untereinander? Sie haben das eingangs erwähnt, weil damit man was ändert, braucht man ja irgendwie, da muss man laut werden und Eltern sind eigentlich relativ leise. Also einmal sind wir Eltern leise, weil viele einfach nicht mehr können, auch vor allem nach den letzten Jahren, aber es ist einfach so, Eltern sind ungeheuer belastet, diese Mehrfachbelastung aus Beruf, Familie, dieser tägliche Spagat. Und wir haben immer noch zwei Hände, die dritte ist uns leider irgendwie in der Evolution immer noch nicht gewachsen. Und das ist einfach, dass Eltern das verhindert, daran wirklich aktiv zu werden. Und Eltern untereinander, auch dort gibt es dann immer diese Gruppen. Also ich habe es nicht gewusst, bevor ich Kinder bekam, was für ein Haifischbecken das eigentlich ist. Die sich gegenseitig zerfleischen. Bei den einen ist man eine Rabenmutter, bei den anderen macht man nicht genug. Und dann gibt es verschiedene Erziehungsströmungen. Und auch das nimmt uns einfach die Kraft, indem wir uns gegenseitig selber immer Vorwürfe machen und in so einem Wettbewerb stehen, welches Kind als erstes laufen kann. Das nimmt so ein bisschen diese geballte Power, die wir eigentlich brauchen. Ich weiß noch, als ich schwanger war und meine Mutter damals zu mir sagte und ich eben auch sagte, Mensch, Mama, mal sehen, wie das alles so wird. Und ich ihr dann später erzählte, wie das war, einen Kindergartenplatz zu finden und wie schwierig das war, das alles miteinander zu vereinbaren. Und sie sagte, oh je, das hat sich überhaupt nicht verändert. Und wenn ich ihr Buch lese, meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter als ihre drei, habe ich auch das Gefühl, es geht wirklich nur in Trippelschritten vor und wahrscheinlich auch manchmal zwei zurück, so wie in der Corona-Zeit. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es nicht so wirklich besser wurde in den vergangenen Jahren. Man hat es ja auch dann gemerkt, als dann diese Herdprämie eingeführt wurde vor ein paar Jahren, wo man so dachte, also setzen wir uns jetzt in die Zeitmaschine und fliegen zurück in die 50er Jahre, weil das einfach so total konträr war zu dem Ganzen, was man sonst so gemacht hat. Und natürlich haben wir Fortschritte. Also das Elterngeld, das war wirklich ein großer Segen für viele und hat es auch wirklich gefördert, dass Frauen wieder schneller in den Beruf gehen. Aber andererseits hat sich so in Sachen der Chancengerechtigkeit und Kinderarmut, habe ich das Gefühl, dass es eher noch zurückgeht. Das finde ich auch wirklich richtig deprimierend. Ich habe vor 4 Wochen für den Stern eine große Geschichte über das Thema Kinderarmut geschrieben und recherchiert vorher. Und das hat mich wirklich auch entsetzt, ja. Was es da, weil das ist alles gar nicht neu leider. Es ist ehrlich gesagt uralt. Nein, es ist nicht neu und dieses Problem, dass es in Schulen ungleich verteilt ist, ich habe es im Buch auch recherchiert, dass wie viele Kinder zum Beispiel ein Instrument lernen, dass einfach so dieses Recht auf künstlerische Entfaltung, das kommt vielen gar nicht zugute, weil die Eltern gar kein Geld haben, dass die Kinder ein Instrument lernen können. Das kostet schnell 100 Euro im Monat. Wer kann sich das denn nebenher einfach so leisten? Das sind natürlich nur eine bestimmte Bildungsbürgerschicht.
an dem Punkt habe ich mich gefragt, ob Eltern wirklich ein Interesse daran hätten. Es gibt ja zum Beispiel in Hamburg gibt es so ein Programm, jedes Kind soll ein Instrument lernen. Aber es ist ja immer noch auch für viele Eltern so ein Distinktionsmerkmal. Also mein Kind spielt Geige, mein Kind lernt Klavier. Das heißt, es ist schon mal klar, das ist nicht Blockflöte, sondern das ist was Anspruchsvolles, das kann sich nicht jeder leisten. Wollen das Eltern denn wirklich? Wie solidarisch sind sie denn untereinander? Also es hat sich schon im Laufe der letzten 3 Jahre die Solidarität erheblich verbessert, das muss man einfach sagen, weil dieser Aufschrei losging. Aber es ist ganz viel, gerade wir nennen das immer Elternbubble untereinander im Social Media, dass sich da auch ganz viel Blasen bilden, wo man doch sehr untereinander ist. Und wenn man dann mal über den Tellerrand schaut, dann sieht man halt, dass das, was man für selbstverständlich hält, noch lange nicht so ist. Also ich habe in meinem Buch ja auch Beispiele von dieser alltäglichen Kinderfeindlichkeit aufgelistet. Und dann hat mir eine Freundin, die im Prenzlauer Berg wohnt, in Berlin gesagt, also ich gehe mit meinem Kind überall hin, ich habe das nicht erlebt. Aber sobald man halt sich aus dieser Blase Prenzlauer Berg oder Hamburg-Eimsbüttel entfernt, ist es halt wirklich ganz anders. Und die vielen, denen es gut geht und die noch die Kraft haben, die halt in diesen Blasen leben, die wissen gar nicht, wie es außerhalb aussieht. Und gerade die müssten sich eigentlich einsetzen für das große Ganze. Also wenn ich das alles zusammenfasse, dann fordern Sie einen Mentalitätswandel. Also dass wir uns mehr öffnen, und Ihre Begründung ist auch, wenn wir einen Mentalitätswandel hätten und mehr Kinder quasi in der Öffentlichkeit wahrnehmen würden, dann wäre das eigentlich für alle gut. Aber wie kriegen wir das denn jetzt endlich bitte mal hin? Ja, also wir brauchen, es bringt jetzt nicht viel, wenn die ganze Gesellschaft auf einmal sehr, sehr kinderfreundlich wird, wie man es zum Beispiel aus Italien kennt, weil man auch in Italien sieht, die Geburtenrate ist noch deutlich schlechter als in Deutschland. Aber dafür sind Kinder dort sehr willkommen und sind im Restaurant wie kleine Könige, werden sie dort bedient und so weiter. Also sieht man aber daran, einfach nur zu sagen, wir heißen die Kinder jetzt alle willkommen, das reicht einfach nicht, um Chancengerechtigkeit zu erreichen, um eine Gesellschaft zu haben, in der es Vereinbarkeit einfach nicht nur so ein blödes Schlagwort ist, sondern wirklich gelebt wird. Und deshalb, dafür brauchen wir einfach die Rahmenbedingungen. Und da ist die Politik ganz klar gefragt. Es sind auch Verbände gefragt, Vereine gefragt und letztlich aber auch wir Eltern. Denn wir müssen einfach lauter werden und in die Öffentlichkeit gehen. Ich sage das immer, wir ziehen uns so zurück in unsere Komfortzone. Das ist dann der Prenzlauer Berg, unsere Elternbubble oder die umzäunten Spielplätze, der heimische Garten mit der Trampolinlandschaft. Aber wir sind in der Öffentlichkeit, werden wir ganz oft vergessen, weil wir einfach nicht da sind, weil sie kinderfeindlich ist. Aber das Problem ist, wer halt unsichtbar ist, der wird vergessen von der Politik. Und das ist so ein Teufelskreis. Ne? Je mehr wir uns zurückziehen, umso kinderfeindlicher wird die Umgebung und wir werden halt schlichtweg vergessen und ignoriert. Ich habe beim Lesen auch ein paar Mal gedacht, ist Deutschland nicht in Wahrheit nicht nur kinderfeindlich, sondern auch mütterfeindlich? Oh ja, auf jeden Fall. Also das begegnet mir tatsächlich immer wieder und das ist auch das, wovon letztendlich die gesamte Gesellschaft profitiert. Wenn wir kinderfreundlicher werden, müssen wir auch elternfreundlicher und mütterfreundlicher werden. Dann müssen wir die Vereinbarkeit stärken und die Arbeitswelt, also da bin ich mir wirklich sicher, dass jeder von einer elternfreundlichen Arbeitswelt profitiert, weil das ist eine Arbeitswelt, die die Work-Life-Balance halt einfach hochhält und vor dieses Leistungsprinzip setzt. Ich habe aber den Eindruck, dass sich auf der einen Ebene da in der Arbeitswelt ein bisschen was tut. Wir sitzen ja jetzt alle seit 2 Jahren mehr oder weniger im Homeoffice, mal sind wir drin, mal nicht. Und was ich daran schön finde, ist, während der ganzen Teams-Konferenzen, die wir so haben, springt auch mal immer ein Kind ins Bild oder macht irgendwie Faxen oder einer sagt, ich kann jetzt nicht, oder man sieht, der sitzt im Kinderzimmer oder irgendwas. Und das macht die Menschen irgendwie mehr zu Familienmenschen und ich finde das gut. Also das finde ich, diese Sichtbarkeit zu sehen, das ist nicht nur mein Kollege, sondern der ist ja auch Vater, das finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Aber dieses Homeoffice hat leider nicht nur positive Seiten, denn gleichzeitig sind es, und da kennen wir alle Statistiken, vor allem die Frauen gewesen, die zurücksteckten und sich dann wieder um die Kinder kümmern mussten. Also in Sachen der Verteilung der Care-Arbeit war es leider tatsächlich wieder ein Rückschritt durch das Homeoffice. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum das so ist, warum Frauen irgendwie immer, also auch immer die Rolle rückwärts machen in so einer Situation und nicht sagen, nee, wir müssen das jetzt irgendwie, du redest mit deinem Chef, wir machen jetzt hier halbe, ich kann jetzt nicht meinen Job kündigen, aber es ist ja tatsächlich passiert in Corona-Zeiten. Also ich kenne tatsächlich einige Frauen, die ihren Job gekündigt haben oder ihre Elternzeit verlängert haben, um sich halt einfach um dieses Homeschooling und Kindergartenbetreuung, habe ich es mal genannt, gekümmert haben, oder Kindergartenwahnsinnigen habe ich es mal genannt, weil ich wirklich wahnsinnig geworden bin in diesen Zeiten mit 3 Kindern zu Hause. Aber ich
habe es versucht zu ergründen, wieso es immer die Frauen sind. In anderen Ländern ist es zum Beispiel nicht einfach so selbstverständlich. Und das steckt tatsächlich ganz viel in diesen gesellschaftlichen Zwängen, in denen wir noch sind, in dem, wie wir geprägt worden sind. Die Frau hat sich ums Kind zu kümmern, um den Haushalt, der ganze Gender Pay Gap, der halt einfach leider da ist, der hat sich ja auch weiter verstärkt, das haben wir ja auch gemerkt. Und das natürlich das Ehegattensplitting, ich habe es vorhin schon gesagt, was ja auch einfach belohnt, wenn der Partner oder meistens ja die Partnerin mit dem geringeren Einkommen zurücksteckt. Und all das hat dazu beigetragen, dass Frauen ständig in dieser Situation diese Rolle rückwärts machen. Ja, und gleichzeitig haben wir mittlerweile Entscheidungsrecht seit 2008, was eher dem skandinavischen Modell folgt, mhm. wo die Kinder irgendwie versorgt ja. werden sollen. Und das passt überhaupt nicht zu dem Ehegattensplitting und den anderen Finanzleistungen, ja. die wir so haben. Also wir hängen da wirklich immer noch fest in diesem Bild. Also das ist auch wieder dieses Zeichen, dass man in der Familienpolitik keinen Fokus setzt und nicht sagt, wir wollen jetzt wirklich die Vereinbarkeit stärken, was meiner Meinung nach wirklich der Schritt wäre, um uns modern und zukunftsfähig zu machen. Denn wir kennen den Fachkräftemangel, wir wissen, kennen die Alterspyramide, wir wissen, was auf uns zukommt. Und trotzdem steuert man da so sehenden Auges einfach hinein, ohne wirklich an den entsprechenden Stellschrauben zu schrauben. Oh je, wenn ich das so höre, dann scheint das ewig so weitergehen. Also wenn Sie jetzt quasi Königin von Deutschland wären und Sie hätten drei Möglichkeiten, drei Stellschrauben, an denen Sie drehen würden, was würden Sie sagen, was würde schnell was ändern oder was könnte was bewegen? Also als erstes bräuchten wir tatsächlich endlich die Kinderrechte im Grundgesetz. Und daraus folgen wir mit dem Zusatz vorrangig. Das ist ganz wichtig, weil das würde heißen, dass man in der Politik alle Entscheidungen auch auf das Wohl des Kindes hin überprüfen muss. Was jetzt nicht heißt, dass man immer zugunsten der Kinder entscheiden muss, aber man darf sie nicht außen vor lassen. Es heißt jetzt nicht also, dass Kindergärten gebaut werden und dafür keine Seniorenheime, sondern dass man aber beides in Betracht ziehen muss. Und das würde ganz entscheidend was verändern. Und wie ich es vorhin sagte, es wäre ein Lockdown, wo man einfach sagt, wir schließen alle Schulen, ohne uns jemanden anzuhören, was das mit unseren Kindern macht, wäre damals einfach nicht möglich gewesen. Und dann ein weiterer Schritt ist auf jeden Fall, das Wahlalter auf mindestens 16 abzusenken. Um einfach diese Alterspyramide und dieser Shift, der in den Altersgruppen bei den Wahlen ist, einfach ein bisschen zu entlasten. Weil es ist ja zurzeit so, bei der letzten Bundestagswahlen waren 20% der WählerInnen über 70 Jahre alt. Und die haben über die nächsten 5 Jahre bestimmt. Aber 13,75 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 hatten keinerlei Stimmrecht. Und das zeigt einfach, das ist ja kein Wunder, wenn die Politik, die wollen wiedergewählt werden, was ich auch niemandem verübeln kann, aber man richtet sich nach der Lobby der Stärkeren. Und ich denke einfach, dieses Wahlrecht ab 16 würde halt Kindern und Jugendlichen und auch Familien und Müttern insbesondere einfach ein sehr, sehr viel stärkeres Gewicht verleihen. Sie haben auch geschrieben, dass ein wichtiges Ziel wie eine kinderfreundliche Gesellschaft bräuchte auch eine Veränderung in der Arbeitswelt. Was würden Sie sich denn da wünschen? Da würde ich mir einfach wünschen, dass Kinder präsenter werden, dass es ganz selbstverständlich ist und da sind auch die Väter gefragt, dass man Kinder krank nehmen kann, ohne dass es blöde Kommentare gibt, dass es, wenn man als Teilzeitkollege nach Hause geht, keine blöden Sprüche kommen, so nach dem Motto, ach, viel Spaß beim freien Nachmittag, denn ganz ehrlich, mit kleinen Kindern ist es kein freier Nachmittag. Es hört sich immer so lustig an, ihr sitzt dann doch auf dem Spielplatz, aber das ist es ja wirklich nicht. Dann würde ich mir wünschen, das würde wirklich sehr viel verändern, ein automatisches Rückkehrrecht darauf wieder in die Vollzeit zurück. Weil dann würden auch, und da bin ich mir sicher, deutlich mehr Väter einfach sagen, ich mache Teilzeit, weil es sehr, sehr viele halt einfach sagen, das schadet meiner Karriere. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass diese Rückkehr auf Vollzeit, dass das einfach politisch verankert wird. Könnte es nicht sein, dass sich was verändert, weil sich der Arbeitsmarkt ja gerade dreht? Also dass schon viele Betriebe sagen, sie müssen sich quasi bei den Bewerbern bewerben, damit sie überhaupt ihre Lücken füllen können. Und wenn dann die Einzustellenden viel selbstbewusster auch auf dieses Thema Kinder und Vereinbarkeit mit Beruf irgendwie pochen würden, oder machen die dann auch alle freiwillig immer die Rolle rückwärts? Also das ist tatsächlich so, solange man keine Kinder hat, da hat man ein anderes Bild vor Augen und es ist tatsächlich, man kommt aus dem Kreissaal raus und ist in diese Parallelwelt geschubst. Es ist ja so, dass bevor Kinder zur Welt kommen, sagt der Großteil, wirklich der Großteil aller Eltern, wir wollen uns das partnerschaftlich 50-50 aufteilen, aber letztendlich sind es zu 90% die Frauen, die zu Hause bleiben, die Elternzeit nehmen und so weiter und die sich um diesen Großteil der Kinder, der Care-Arbeit kümmern. Also es ist
da kann man sich ganz viel vornehmen, aber sobald die Kinder kommen, ist es leider anders. Und wir wissen alle nicht, was für Menschen wir sind, wenn wir Mutter werden, weil das verändert uns. Also ich glaube, ja, dass wir ganz viel noch diese tradierten Rollenbilder im Kopf haben. Eine Mutter muss so und so sein. Die hat irgendwie immer zu Hause zu sein und Kekse zu backen irgendwie so den ganzen Tag. Und was anderes macht die eigentlich nicht. Und ich glaube, da fehlen wirklich Vorbilder. Also das fehlen auf jeden Fall, fehlen da Role Models, weil dieses, es ist ja dieses Bild der Rabenmutter, ist ja sowas ganz typisch Deutsches. Und es wird, meine Kinder sind jetzt in der Ferienbetreuung, wenn sie mich nicht gerade begleiten, sind sie in der Ferienbetreuung, aber es ist halt tatsächlich, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass meine Kinder in die Ferienbetreuung gehen, aber ich muss nun mal arbeiten und was soll ich denn machen? Also, aber es steckt einfach so tief drin, selbst wenn man sich mit diesem Thema befasst. Sie haben auch geschrieben, und das finde ich einen wichtigen Gedanken, dass echte Partizipation auch sich auf Augenhöhe der Kinder bewegt. Das heißt, auch zu Hause fängt es an, dass man eben Kinder nicht von oben herab behandelt, sondern sich auf ihre Ebene einlässt und altersgerecht mit ihnen spricht und auch Gespräche moderiert. Wie machen Sie das selber? Ich bin da jetzt auch nicht perfekt, aber ich versuche natürlich, ich hoffe, meine Kinder gucken mich jetzt nicht kritisch an, ich versuche es natürlich und ich denke, es ist halt, da fängt es ja eigentlich an, die Kinder mit einzubeziehen und sie nicht ihnen aufzudrücken, dass sie jetzt um die und die Uhrzeit das und das machen müssen. Das heißt natürlich nicht, dass Kinder alles tun und lassen dürfen. Das wird ganz oft verwechselt, aber dieser Adultismus, der bei vielen einfach vorherrscht, Kinder können ja eh nichts und ich nehme dir das jetzt ab, der ist einfach schlichtweg falsch, denn Kinder können so viel mehr, als wir uns denken und das ist... Ganz oft schlägt sich das auch wieder bei so Partizipationsprojekten, die mehr gut gemeint sind, wo man dann zum Beispiel bei uns wurde der Schulhof neu gestaltet und die Kinder durften alle ein Bild malen, mein Schulhof, wie ich ihn mir vorstelle. Da sind die Bilder irgendwohin verschwunden, es ist nie wieder darauf eingegangen worden und es wurde irgendwas gebaut und die Enttäuschung ist doch da, weil die Kinder sich das anders vorgestellt haben und das zeigt halt einfach, wie schlechte Partizipation ist. Das ist ja, halt das, Alibi. Da muss man ja nicht fragen, so ungefähr. Ne? Genau, und Kinder können halt sehr, sehr viel mehr. Eine gute Partizipation hätte das Ganze moderiert und wäre darauf eingegangen und hätte erklärt, aber das kostet natürlich Zeit und Energie, das ist so. Ja, also ich wünsche mir, dass wir in 10 Jahren hier nochmal sitzen auf der Frankfurter Buchmesse und wir dann über was dann darüber reden und Bilanz ziehen können, was sich alles verändert hat. Und ich wünsche Ihnen, dass Ihr Buch ganz viel gelesen wird, weil Sie da ja sehr klug aufzählen und durchdeklinieren, was sich eigentlich ändern müsste. Und die Zahlen, die Sie zusammengetragen haben, sind ja wirklich überzeugend. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche uns noch viel Spaß und vielen Dank und im Namen vom Stern und Penguin Random House. Ich möchte Sie aber nicht entlassen, ohne ein Foto von Ihnen zu machen und ich würde dazu gerne die 3 Kinder mit auf die Bühne bitten. Kommt ihr mal mit rauf? Ich euch mal zu Mama und ich mache hier ein Foto von allen. Das ist für den Kühlschrank? Ja, das ist für den Kühlschrank. Okay. Muss mal eben gucken, dass ich das wieder ankriege. Zack. Jetzt muss es im Moment hier blinken. Wobei der Saft hoffentlich gut, ne? Jetzt hat sie einen Vitamin C-Schuss. So, ist jetzt raus, genau. Jetzt, weil ich darf nicht fotografieren, wenn es hier rot blinkt.